Hi Leute, ich will mal generell ein ganz kurzes Video machen und mal über ein Thema quatschen, mit dem ich über das ich mit dem einen Magger eben geredet habe. Wie gesagt, ich weiß gerade seinen Namen nicht. Ihr wisst, dieser Mann, der bei der Bundeswehr gedient hat. Und zwar hat er mir bestimmte Sachen von sich erzählt. Wie gesagt, ich möchte noch nichts preisgeben. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, eigentlich eine Frechheit oder eigentlich traurig für Deutschland, dass Frauen, die eigentlich denselben Job machen, genauso wie die Männer, dass die Frauen für denselben Job, für dieselbe Anstellung in einem Unternehmen trotzdem weniger Geld verdienen, weniger Geld vom Arbeitgeber bekommen als ein Mann, ist eigentlich heutzutage. Wir haben 2019, Leute, ja, eigentlich traurig für diese moderne Zeit. Es wird immer gesagt, Gleichberechtigung, Mann und Frauen. Und anscheinend für den Lohn gilt es nicht. Es ärgert mich, ja, generell. Ich sehe immer wieder YouTuberinnen oder auch Mädchen auf Twitch, die Fortnite Stream. Ich kenne ein junges Mädchen, die sehr, sehr gut streamt auf Twitch und ich schätze sie sehr. Schaue gerne ihre Streaming-Videos, Livestreams. Ich habe sie damals mal gefragt, was sie so macht. Sie ist arbeitslos, ja. Sie ist 18 Jahre alt. Sie hat leider keine Arbeit. Macht halt deshalb abends ständig diese Fortnite-Streams. Erstmal geil, ne? Ich schaue ihre Videos sehr, sehr gerne oder sprich ihre Livestreams. Sie ist sehr sympathisch, sie ist sehr, sehr hübsch, ne? Aber sie ist wirklich ein toller Mensch. Und wisst ihr, sie spielt auch mit ausländischen Fortnite-Spielern und sie trainiert andere. Richtig geil. Habe ich so noch nicht gesehen. Also Hammer. Und sie ist sehr, sehr freundlich zu ihren Leuten, die ja, bei ihr am Start sind und die regelmäßig sie gucken. Leider hatte ich die letzten 3 Wochen zu wenig Zeit, um das weiter zu gucken. Aber ich werde noch mal ein Video später machen, wo ich noch mal sage, wie sie heißt und was sie so gemacht hat. Also wirklich sehr, 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 sehr sympathisch, die ich gerne unterstütze und die ich auch schon mehrfach geguckt habe. Wisst ihr, ich habe ja damals den Timo einen Monat lang verfolgt. Den kannte ich vorher gar nicht. Also den The Real Line TV, ja, heißt der ja auf YouTube und auf Twitch. Er macht ja im Moment auf YouTube nicht mehr so viel. Er hat, glaube ich, im Moment immer noch 1,8 Millionen Abonnenten, nur leider. Ja, ich sag mal, seine Videos hatten vor einem Monat leider nur noch 30.000, 40.000 Aufrufe, was leider sehr, sehr wenig ist bei 1,8 Millionen Abonnenten. Er ist, glaube ich, schon 8, 9, 10 Jahre auf YouTube vertreten. Er hat früher, dieser Timo eben, hatte früher sehr vielen Leuten nach oben geholfen. Diese Leute unterstützen ihn heute leider nicht, aber seine Freundin, die Dagi, hat schon mal wieder mit ihm zusammengearbeitet. Das hatte ich gesehen. Und ja, sie hilft ihm, also Respekt vor dem Mädchen Dagi, die heute wieder zu ihm steht. Sie sind zwar nicht zusammen, aber sie hält zu ihm, sie unterstützt ihn, also Herrenfrau, ne? Wunderbar. Und ja, sie sind also schon ein paar Jahre auseinander, aber wunderschön, dass sie wieder zusammen Videos machen. Wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht so lange. Auf jeden Fall, er hat eine tolle Karriere auf YouTube. Toll. Er ist ein ganz toller Mensch. Er kommt ursprünglich aus Mexiko, hatte ich erfahren. Und er ist 23 und
Ich dachte immer, er ist ein Araber. Nein, er kommt aus Mexiko. Und ja, er kommt, glaube ich, aus Hoyerswerda. Da wohnt er. Und wohnt eben noch bei seiner Tante. Und ja, musste wirklich von dem Geld mehrere Jahre leben, von dem er, was er früher erwirtschaftet hatte durch YouTube, von seinen Ersparnissen. Und ich glaube, also ich muss sagen, er steht zu seinen Fehlern, die er früher gemacht hat, und hat daraus gelernt. Und er macht sehr schöne Videos, die aber nicht von allen geschätzt werden, wo ich echt sagen muss, sehr tiefe Gedanken, die er macht. Das heißt, er macht sich Gedanken um die Jugend, was da so falsch läuft. Ihm sind gerade die jungen Zuschauer, die er hat, nicht egal. Er weiß, glaube ich, dass er Vorbild ist, und er nimmt diese Rolle auch wahr und nimmt sie ernst, diese Rolle. Also sehr vorbildlich, und trotz aller Hater, die er hat, die schlecht über ihn reden, Diss-Tracks über ihn machen, also Lieder gegen ihn komponieren, muss ich sagen, egal. Ich habe ihn kennengelernt. Er ist sehr, sehr freundlich zu jenen Abonnenten, und auch wenn andere YouTuber behaupten, er würde seine Zuschauer manipulieren und wäre nur auf Abos aus, auf Klicks und so weiter und so fort. Es stimmt nicht. Ich habe ihn damals kennengelernt, bin rein zufällig abends mal auf Twitch reingegangen. Er war live natürlich, abends. Ich habe sofort ein Abo geschenkt bekommen von einem anderen Zuschauer, der bei ihm regelmäßig war. Da habe ich ein Abo geschenkt bekommen für 4,99, und das galt für einen ganzen Monat. Das heißt, ich konnte den ganzen Monat da Vorteile nutzen. Und dieser Mensch hieß auf YouTube Dat, also DAT geschrieben, Eule. Also Dat Eule, wie die Eule eben. Also Hammer. Und damals waren sogar zwei von seinen Leuten bei mir im Livestream und sagten, weil da war ein Mädchen bei, die selber YouTube machen möchte, einen Kanal, und ich sollte ihr dann Rat und Tat zur Seite stehen. Leider, wie gesagt, auch die letzten 3 Wochen keine Zeit mehr, um bei Timo dabei zu sein. Ich hatte übrigens damals einen YouTuber ja, positiv erwähnt auf meinem Kanal, weil er sehr, sehr neutral und sehr, sehr positiv über Timo berichtet hat. Nicht nur deshalb, sondern weil er eigentlich, dieser YouTuber, gar kein Fan war von Timo, also aber trotzdem das zu schätzen wusste, dass er sich geläutert gezeigt hatte, dass er die Fehler gesehen hat, die er gemacht hatte, zu seinen Fehlern steht, zu seinen Schwächen steht und auch dazu steht, dass er immer noch Depression hat. Aber er ist wirklich ein toller Mensch. Komischerweise sogar, obwohl er 1,8 Millionen Abonnenten immer noch hat, auf YouTube, zumindest auf dem Papier, wie gesagt, nicht viele gucken seine Videos. Aber was bemerkenswert ist, dass er damals erstens zu mir sagte, bei dem ersten Kommentar, den ich schrieb, schrieb er zurück, oder was heißt, schrieb er, er sagte zu mir, er saß da ja, so einen Kommentar hätte er noch nie bekommen, wie den, den ich ihm geschrieben hatte. Ich dachte, was? Okay. Dabei sind Leute dabei, die schon längst erwachsen sind, die ihn schon kennen, seitdem die Kinder waren oder in der 7. Klasse waren in der Schule. Ich sagte, ich kenne ihn erst seit 1,5 Monaten. Ich habe ihn durch Zufall kennengelernt, indem ich damals Musik gesucht habe auf YouTube zum Runterladen. Und was kriege ich vorgeschlagen? Von YouTube Vergessen, ein sehr geiles Lied, das er jetzt zuletzt rausgebracht hat und das von manchen schlecht bewertet wird, von manchen YouTubern. Welche YouTuber finden das Lied sehr, sehr geil? Ich finde es mega. Und ich habe es einem Menschen, den ich kenne,
gewidmet, aber nicht im Positiven, sondern eher im Negativen. Ich finde das Spiel, das Lied geil, sehr, sehr geil, produziert und auch wegen seiner Stimme und wie er rappt, richtig, richtig geil. Außerdem hatte er früher ein Lied gemacht, das ist schon ein bisschen älter, das heißt Beifahrerflow. Auch das sehr, sehr geil. Also checkt ihn mal aus auf Twitch oder auf YouTube. Er heißt The Real Lion TV. Also er legt sehr viel Wert darauf, dass bei dem Lion, dass das T da auch ist. The Real Lion TV. Ein Wort schreiben, Leute. Und checkt ihn aus. Er hieß früher immer Löwenherz, Timo. Ich denke mal, viele werden ihn kennen. Wie gesagt, Wahnsinn, ne? Jo. Ich werde, wie gesagt, noch ein Video machen, wo ich einfach mal so quatsch, was so für schöne Sachen bei mir passiert ist. Die letzten anderthalb, 2 Wochen. Ja, freut euch darauf. Ich habe jetzt dieses Video aufgenommen. Es ist jetzt gerade 4:42 Uhr. Ja, ich bin gleich draußen unterwegs. Bin also schon seit 1 Uhr morgens wach. Bin um 23 Uhr zu Hause gewesen. Habe einen sehr schönen Tag gestern am Mittwoch gehabt, den 15. Mai. Heute, wie gesagt, ist der 16. Mai. Heute ist Donnerstag. Heute sollen bei uns hier in Bremerhaven 17 Grad werden. Ja, gestern war geiles Wetter. Heute auch. Und morgen am Freitag soll das Wetter auch geil werden. Ich freue mich aufs Wochenende. Ja, ich wünsche euch allen heute einen sehr geilen Donnerstag und morgen sehr schönen Freitag. Ich werde aber morgen sicher auch nochmal Videos machen, wo ich euch einen schönen Freitag wünsche. Ja. Und ich werde euch auch demnächst ein sehr schönes Wochenende wünschen. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Mir geht es super. Und wie gesagt, wünsche euch heute einen sehr schönen Tag, Leute. Und egal, ob ihr arbeiten müsst, zur Schule müsst, habt einfach einen schönen Donnerstag. Ciao, Leute, ich bin raus, euer Michael. Ciao!